muss man Bismillah sagen beim Essen und Trinken. Ja, das ist gesetzlich im Islam. Das bedeutet, dieses wurde uns im Islam so aufgetragen. Bevor du isst oder trinkst, so sollst du auch Bismillah sagen. Und das ist eine Pflicht in unserer Religion, liebe Geschwister. Denn ein Muslim dankt Allah Azza wa Jal bei jeder Gelegenheit, wenn es auch nur um seine Gelüste geht. Schaut mal, Allah hat uns erlaubt zu essen, wir danken ihm. Er hat uns erlaubt zu trinken, wir danken ihm. Allah hat uns den Geschlechtsverkehr mit der eigenen Frau erlaubt, wir danken ihm. Das ist der Dank von einem Muslim, dass er zufrieden ist mit Allah Azza wa Jal. Dass er zufrieden ist mit Allah Azza wa Jal. Wenn ein Muslim Bismillah sagt, dann ist die gesamte Sache gesegnet. Es gibt eine Überlieferung, dass nur eine Sache gesegnet ist, wenn man Bismillah sagt. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Ich denke, dass bei Al-Bayhaqi dies aber da'if, die Überlieferung, liebe Geschwister. Aber allgemein ist die Bedeutung richtig. Allgemein ist die Bedeutung richtig. Wenn man vergisst, Bismillah zu sagen, dann sagt man Bismillah awwalahu wa akhirahu. Das heißt, Bismillah im Ersten und beim Letzten. Das ist sozusagen als Sühne, dass man vergessen hat, Bismillah zu sagen. Weil wenn er das krossgebackene Hähnchen sieht und den Teller Reis mit Nüsse, dann kann es schon mal schnell passieren, dass man was vergisst, Bismillah. Aber wenn du schon dabei bist, dann halte kurz inne, schluck erstmal dein Essen runter und sag dann Bismillah awwalahu wa akhirahu.